So, da sind wir wieder. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Und ja. Ja, weiter geht es. Weiter geht's mit dem Horror. Wenigstens ist. Was? Ich bin doch gerade respawned worden. Warum habe ich dann fast schlechtesten Geisteszustand, obwohl es hier hell ist? Ich meine, hier geht's nach. Okay, irgendwas passt hier nicht. Hier ist helles Licht von oben. Wo wir, was weiß ich, wie viel Meter unter der Erde sein müssen, plus also vom Spiel her, vor einer halben Stunde war es noch stockduster draußen, als ich oben in den Gästezimmern war. Ich sage dir, da oben scheint ein Bison aus dem Arsch. Oh, jetzt nochmal erschreckend, mit wem? Dann hast du halt heute Nacht keinen Bock mehr weiterzuspielen. Definitiv nicht. Ach, da gerade war episch. Super. Ich weiß, es war auch episch. Im Nachhinein hat es auch wirklich Spaß gemacht. Ich habe gehört, du machst auch ein Halloween-Special. Kann das sein? Das hatten wir letztes Mal schon. Ja, mache mal. Aber diesmal können wir ein bisschen konkreter werden. Das stimmt. Also ich hoffe mal, Amnesia ist bis dahin durch. Bis Halloween, dass ich ein Best of Scary Moments mache. Plus, ja, wie schon angedeutet, wie schon erwähnt, Story-Interpretation. Und ja, ich denke mal. Oh! Ich habe das Da hast du. Glas, mit dem ich die Säure benutzen kann. Na also. Und ja, ich denke mal, wir werden uns beide ein paar lustige Flash-Games suchen, Auf jeden Fall. die wir zocken werden, beziehungsweise vielleicht auch so, suchen wir uns ein Scary Game raus und gucken, wer sich mehr erschreckt bei dem Spiel. Und zählen mit, Jo. Und ja, ihr könnt auch gerne Anregungen schreiben, was ihr gerne hättet, wie wir uns wobei in die Hose scheißen sollen. Genau, falls ihr irgendein Horror-Game habt und sagt, boah! Da kacken die beiden sich voll in das Höschen. Dann einfach her damit. Fuck, fuck mich! Scheiße, die Tür geht nicht auf. Batman! Kopftuch und Hände zittern ist ja noch okay. Ich hoffe, ja, okay, da wir hier den Nachtmodus umschalten. Dürfte uns das Vieh zwar gesehen haben, aber nicht wissen, ob wir jetzt nach rechts oder links gelaufen sind. Rennt das eigentlich direkt in eine Richtung, wenn sie sieht? Wenn's mich sieht, ja, wenn es mich hört auch, weil ich glaube, das erste Mal, wo wir das Vieh getroffen haben, hat es mich nur erkannt, weil ich gesprungen bin. Die Flamme da vor uns. Nee, das sind Kakerlaken. Was passiert, wenn Daniel halbwegs durchdreht? Glückwunsch! Übrigens, Gaia, ich habe gehört, du hast einen dritten Abonnenten. Jo, ich freue mich sehr. Yay! Jetzt sind wir wieder hier, wo wir angefangen haben. Toll. Vielleicht abonniere ich auch mal irgendwann. Das wäre mal sehr, sehr nett. Mal schauen, vielleicht wenn du ein gutes Halloween-Special ablieferst. Nein, komm schon. Du abonnierst mich, wenn ich mindestens noch fünfmal in diesem Let's Play schreie, was definitiv Dann. passieren wird. Also ich würde dich ja allein schon für den geilen Moment vorhin abonnieren. Und für meine Scharfwitze. Ach, auf jeden Fall. Aber hundertprozentig. Hier gehen wir definitiv zurück. Das ist sehr gut, denn wir müssen in die Küche. Bist du eigentlich gefirmt? Ja. Hast du das gemacht mit dem Geld? Nee, da muss ich wirklich sagen, nein. Ich habe mich zwar drüber gefreut, aber ja. Meine Oma war der führende Grund. Kann es sein, dass deine Oma so dein Leben so ein bisschen mitbestimmt hat? Nee, nur die ist sehr, sehr gläubig und ja,
sie wollte es einfach, weil sie auch gesagt hat, wenn ich es mache, dass ich wahrscheinlich, je nachdem was für einen Beruf ich nachher wähle, auch Scheiße, das ist da. Das Vieh ist da. Ein Glück, aber habe ich mir schon so ein bisschen von dem Let's Play angeschaut. Jetzt kommt, ich dreh durch. Ich dreh durch. Willst du wissen, was jetzt kommt? Nicht nervös, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich und nervös, never. Nö, wir schon der Kakerlake zu, wie sie sich ein bisschen über den Boden bewegt. Das ist eine Maus, aber egal. Das sehe ich leider bei der Qualität gerade nicht. Ich sehe nur, dass irgendwo so über den Boden bewegt. Locker in Istanbul in meinem Hotel gab es genau solche Kakerlaken. Du warst in Istanbul? Ich war in Istanbul, Schüleraustausch. Krass. Nein, nicht Schüleraustausch, Abifahrt. Wir hatten in unserem Zimmer Kakerlaken. Ich geh zu unserem Lehrer, sag hier Herr XY. Wir haben Kakerlaken im Zimmer. Weißt du, was der gemacht hat? Weißt du, was der gemacht hat? Dieses Sackgesicht fängt an, La Cucaracha zu zitieren. Ich hätte dem so auf die Möhre hauen können. Boah! Es ist eine wahre Geschichte. Gut, die Tür ist im Eimer, aber das Vieh scheint weg. Da sind nur Säcke. Ja, jetzt wurde ich an die Wand gestellt, dass du so. Ich hab gesagt, das wär's, aber es war nur Qualm. Runterkommen. Konzentrier dich. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern, ne? Ja, nicht nur im Spiel. Nee, jetzt habe ich zum Glück nur leichte Kopfschmerzen, weil ich das Rätsel gelöst habe. Gut, ja, jetzt müssen wir nur noch die Tür oder das Schloss oder irgendwas finden, wo wir das Ding benutzen müssen. Weil auf das sind wir noch nicht gestoßen. Ja, würde ich sagen, suchen wir mal. Maus, zwei Maus. Hast du euch auch früher mal Mickey Maus gelesen? Ich hab die Hefte immer gekriegt, weil ich die Spielzeuge haben wollte. Aber ich muss wirklich zugeben, ich hasse Mickey Maus. Wieso? Haha. Ich hab mir zwar auch immer hier lustige Taschenbücher gekauft, aber nur wegen den Donald und Dagobert Stories. Die hab ich mir nicht gekauft, die lustigen Taschenbücher. Aber ich fand, ich weiß nicht, in der Mickey Mouse war ungefähr einmal jeden Monat ein Furzkissen dabei, die Oberzeitkrebse, dieser komische Flummiball zum selber machen. Und ich weiß, Herr Andi hat tierisch Schiss vor den Uhrzeitkrebsen. Ich find die so abartig ekelhaft. Ich find das ist so. Sowas. Komm, wir gehen mal zurück in das Loch, wo wir herkamen. Ja, geh mal in den Keller. Oh, nee. Ey, das wäre geil, wenn jetzt hier das Vieh vorbei laufen würde. Ja, hast du so getriggert halt. Ja, aber ganz ehrlich, kannst du dich auch noch an das Spionagekit erinnern, mit dieser coolen, von unauffälligen Sonnenbrille, mit der du nach hinten schauen kannst. Oder diesen um die Ecke guckt Teleskop, was ungefähr 3000 Tonnen groß war. Du meinst dieses Ding, was man aus Pappe zusammengebastelt hat? Genau, mit dem Spiegel drin, was vollkommen unauffällig ist. Und die ganze Sonnenbrille, wo dann so an den Rändern innen drin so zwei kleine Spiegel waren. Richtig. Ey, die habe ich hier irgendwo noch rumliegen. Ganz ehrlich, wenn ich zur Kripo gehe, dann nehme ich den Kram mit. Dann sag ich hier, ich bin perfekt ausgerüstet. Ich mach Undercover. Du machst Undercover? Ich mach Undercover. Du machst Undercover, die Schafe observieren. Richtig. Ich bin richtiger Sven. Undercover die Anticover. Ich sag's dir, wenn wir noch drei Schafe zu machen, denkt der Zuschauer wirklich, ich stehe auf wolliges Vergnügen. Tust du das nicht? Ich bin straight heterosexuell, auch wenn ich in Köln wohne. Ich bin im Hetzekölsche Jung. Ich bin jeden Tag besoffen im Karneval in der Stadt unterwegs. Nicht jeden Tag 365 Tage, sondern... Ich hab die Tür gefunden. Sehr schön. Ich hab die Tür gefunden. Krieg keinen Steifen, nutz die Säure.
Sehr schön. Jetzt kann ich es mit dem... Du bist ja ein Fuchs. Scheiße! Danke! 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 Danke, Spiel! Eine Ladetür! Ich liebe dieses Spiel gerade, ich liebe es. Danke, ich bin aus diesem verdammten Labyrinth raus. Na toll. Ich bin nicht im Abwasserkanal. Vom Regen in die Traufe, mein Lieber. Nein, jetzt darf ich noch die Scheiße von dem Typen wegschuppen oder was. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie Mirror's Edge, die Stage, wo du runterklettern musst. Nee, da ist Mirror's Edge viel zu knien. Ja, ich meine auch nur von mir. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. Na toll, sind die Abwasserkanäle auch noch recht groß. Das gerade war nicht recht groß. Doch. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous. Nett. Wachsen hier giftige Pilze, wenn das Wasser nicht oben steht. Super. Das Spiel kommt jetzt nach dem Part schön in dein Gesicht, zeigt dir den Mittelfinger und sagt fick dich. Aber sowas von. Und wetten, ich muss dadurch den kleinen Dreckseingang, weil der große Eingang versperrt ist. Als ob der große Eingang auf wäre. Ja, wir programmieren einen kleinen Dreckseingang. Aber nimm ruhig die großen, dann geht der auch schneller wieder rauf. Wer hätte das vermutet? Ich nicht. Oh, was? Ich mag da hochklettern. Komm her, komm runter, Leiter. Wer hätte das vermutet? Och nö, jetzt brauche ich Öl, um das Getriebe zu ölen. Hast du doch. Rechts Lampenöl. Funktioniert aber leider nicht. Okay. Ey, muckst du auf oder was, ey? Ich schwöre, natürlich komm, muck ich auf. Ey, komm Köln, ey, komm Köln, ey. Komm Köln, nee. Komm, mein Hintern bleibt Einbahnstraße. Ey, komm, Einzeltanz jetzt hier. Komm, Einzelkampf, Einzeltanz. Komm. Sag mir jetzt. Bitte nicht, dass das Vieh wieder unsichtbar ist. Okay. Gut, ich muss das Wasser ablassen. Toll. Ich muss sagen, dieses Geländer in der Mitte sieht aus wie ein Schwanz mit zwei Klöten. Umdreh, guck! So von der Perspektive aus, du weißt, was ich meine. Anja hat auch immer dieselben Sachen im Kopf. Ich bitte dich. Ich nicht nach dem Kopf, sondern meine Partner. Okay. Was Schafe alles denken können. Das habe ich nicht gemeint. Ich sprach mir Fleisch nicht. Dann schönen Gruß an Guido 1. Ganz ehrlich. Ja, dafür hast du mich, ich weiß. Ja. Aber ich weiß ja, dass es anders ist. Toll. Ich würde gerne das Öl von der Lampe benutzen. Nö, vergiss es. Du brauchst dafür spezielleres Öl. Ja, aber erklär mir mal bitte, wo ich das Öl herkriegen soll, wenn, sag mir, ich muss nochmal zurück. Ganz ehrlich, ich verliere meinen Glauben, wenn ich jetzt noch zurück muss wegen einem Scheißfläschchen Öl. Ich fände es sehr, sehr lustig. Ich werde es aber definitiv nicht machen. Dann muss er das letzte leider beenden. Das Öl ist scheiße. Kommst du da rechts mit dem Wasser echt nicht weiter? Gibt's da keinen anderen Gang oder irgendwas, das du wegnehmen kannst oder so? Jetzt machen wir mit der Laterne hier. Oh! Ich bin so blöd. Gern geschehen. Wäre ich echt fast nochmal da reingelaufen. Alter! Ein Glück hast du nicht dabei. Ja, ich hätte eher zugetraut, wenn du mich absichtlich nochmal da reinschickst. Nee, nach den zwei Erschreckern wurden so viele, ich meine, so viele Boxer hast du jetzt auch nicht mehr, die sauber sind, deshalb. Da muss ich mal gleich schnell mal. Schön. Das hat jetzt auch voll gebracht.